Berlin, Tag und Nacht, Rick kommt zurück. In dieser Woche ändert sich einiges bei Berlin, Tag und Nacht. Nachdem ein Zuschauerliebling die Serie verlassen hat, kommt ein anderer zurück. Und munter dreht sich das Cast-Karussell bei Berlin, Tag und Nacht. Am Montag verkündet der Reality-Star Emmy Russ ihren Ausstieg. Sie habe Lust auf etwas Neues, erklärte sie Mandy, auch wenn ihr die Zeit in der Schnitte sehr gefallen hat und Mandy, Paula und Co. ihr sehr ans Herz gewachsen sind. Um Mandys Schock abzumildern, kümmerte sie sich direkt um eine Nachbesetzung ihrer Stelle, was Mandy gar nicht passte. Vielmehr fühlte sie sich völlig vor den Kopf gestoßen. Am Ende sprachen sie sich glücklicherweise aus, und Mandy holte sogar noch eine neue Mitarbeiterin an Bord. Ein Comeback von Rick. Unterdessen ahnte niemand, dass der einstige Besitzer der Schnitte sich auf seine Rückkehr vorbereitet. Joe hat hinter Paulas Rücken mit Rick Kontakt und organisiert für Freitag anlässlich des Geburtstags von Paula einen Überraschungsbesuch des verrückten Friseurs. Klar, dass Paula völlig von den Socken ist, als sie ihren besten Freund auf einmal wieder in die Arme schließen kann. Leider wird es bei einem kurzen Besuch bleiben und Rick schon in der kommenden Woche nicht mehr bei BTN zu sehen sein. Darsteller Manuel Dieniger lebt inzwischen in Köln, seine Rolle in Freiburg. Wir sind in jedem Fall gespannt, ob der Feenliebling Berlin, Tag und Nacht bald wieder seine Aufwartung macht. Mehr erfahren wir unter der Woche immer 19:05 Uhr bei RTL 2 und eine Woche vorab bei TV Now.